hören, was das Herz sagt. Ich beruhige Herzen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbach. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, daheim. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend im Studio. Ja, ich freue mich, meine Damen und Herren, zusammen mit euch heute am Abend so eine richtige Reise, bunt gemischt, als bunten Abend zu machen. Als bunten Abend in dem Sinn, als wir als Motto gewählt haben, Thema von der heutigen Sendung, bunt gemischt. Und dementsprechend sind auch all die Lebensphilosophien und Vorstellungen von den Gästen, die ich euch jetzt gerne vorstellen möchte. Seit Geburt ist der Mann blind und trotzdem ist sein Leben bunter als von manchen anderen. Er geht ins Kino, schaut Fernsehen, hat einen spannenden Beruf und fährt auch noch gerne Ski. Ihm sind Religionen zu bunt und darum hat er sich zur Aufgabe gemacht, die Kirche und den Glauben per se zu hinterfragen und gibt damit auch einiges zu reden. Und er war dann zur Stelle, wenn es irgendwo geklopft hat. Als Polizist hat er schon vor 60 Jahren Unfallstellen so fotografiert, dass seine Bilder heute zur Kunst geworden und auf der ganzen Welt gezeigt werden. Ja, und mein erster Gast, der weiss wie kaum ein anderer in der Schweiz, wie man so ein möglichst buntes, anmächeliges, feines Käseblättchen zusammenstellt. Als Maître Fromager ist er eigentlich weltweit zu dem geworden, was man ihm immer wieder sagt, zum absoluten Spezialist oder andersrum gesagt, zum richtigen Käsepapst. Darum ganz herzlich willkommen, Rolf Behler. Hey Behler. Guten Abend. Danke schön. Guten Abend. Herr Behler, wenn man im Ausland jemanden fragt, was macht die Schweiz aus, dann kommt es immer wie aus der Kanone geschossen. Banken, Uhren, Schocke, Käse. Wieso, dass Banken ein bisschen in Verruf geraten sind, das wissen wir in der Zwischenzeit. Aber ich habe das Gefühl, der Schweizer Käse hat nicht mehr so viele Freunde. Warum? Das ist also das kann man nicht so sagen, dass er keine Freunde hat. Er hat sogar sehr viele Freunde. Es gibt einfach Käse, die Probleme haben, wie der Emmentaler zum Beispiel. Aber das ist zum Beispiel ein Käse, der in den letzten Jahren über den Preis verkauft worden ist und nicht über Qualität. Und seit eigentlich, ich glaube, vor 20 Jahren ist die Käseunion zum Glück liquidiert worden. Ist ja jeder Käser muss jetzt für sich selber schauen, muss eigentlich auch für sein Marketing schauen. Und die kleinen Käser, die auf Qualität machen, die legen extrem zu. Also ich kenne einen Haufen Käser, die mögen gar nicht mehr noch mit produzieren. Also das heisst auch beim Käse gehört Innovationsfähigkeit dazu, wenn man Erfolg hat. Das ist immer so, dass Planwirtschaft einfach nicht funktioniert. Oder? Und das hat, wir haben lange einfach immer nur Planwirtschaft gehabt. Und jetzt haben wir Innovationswirtschaft wieder. Und jetzt kommen langsam die guten Käse zum Ausschuss. Jetzt nimmt es mich natürlich wunder, Herr Behler, was macht ein guter Käse aus? Also ein guter Käse muss immer aus Rohmilch sein. Das ist für mich mal sehr wichtig. Weil, Rohmilch, da hast du ja viel zu viel. Da hat Bakterien, ist gefährlich. Schwangere Frauen dürfen keinen Rohmilchkäse essen. Das müssen wir jetzt auch. Es geht einfach jetzt lang, alles zu erklären. Stimmt nicht genau so. Wenn jemand schwanger ist und das genauer wissen, kann er mir anrufen. Ich gebe ihm gerne Bescheid. Es ist sogar empfehlenswert, dass auch schwangere Frauen Rohmilchkäse essen, aber einfach keine frische und keine junge Käse, sondern eher so Gruyère und so solche Sachen. Aber gut gelagerte. Gut gelagerte, genau. Also, zurück zum guten Käse aus Rohmilch. Ah. Und eben gut gelagert, muss er eben auch sein. Von dem haben wir jetzt eben gerade geredet. Und da sind wir in der Schweiz eben absolut führend noch. Also ich habe Zahlen gesehen, zum Beispiel Frankreich, von der Gesamtproduktion her machen die noch ganze 9% Rohmilch, alles andere ist Industriewaren. Mhm. Und die Schweiz macht von der Gesamtproduktion her immer noch 70% Rohmilchkäse. Käse hat man ja eigentlich, um Milch zu verwerten und in dem Sinne auch natürlich konserviert Milchprodukte halten und ja, zu genau. konservieren. Genau. Und darum pasteurisierte Käse wie doppelt ist gemoppelt. Konservierung. Mhm. Völlig überflüssig. Ich habe gesagt, ihr seid der Käsepapst. Aber ihr käset ja gar nicht selber. Was ist denn eure Leistung? Man kann es eigentlich wie beim Wein mit dem Önologen vergleichen. Der Önologe geht im Winzer helfen, einen Wein machen.
Und meine Art ist eigentlich, dass ich im Käsergang helfe, einen Käse zu machen. Und vielleicht Innovationen habe. Im Käse kann sagen, schau, den Käse möchte ich so und so haben. Und nachher schaue ich dann nachher, dass der Käse entsprechend bei mir in den Keller gelagert wird, bis zur optimalen Reife. Das ist eigentlich mein Job. Und es gibt so viele gute Käser, die Käse machen. Da muss ich selber nicht auch noch Käse machen. Aber es gibt einen Haufen, die nicht so Ideen haben. Und dann bringe ich einfach die Ideen dazu. Auf was kommt es denn beim Lagern darauf ab? Was sehr wichtig ist, dass ein Käse seine Grundfeuchtigkeit behalten kann. Und dann kann man eben Spielereien machen. Eben je nachdem, ob es jetzt ein Weichkäse werden muss, zum Beispiel, dann muss man schauen, dass die Luftfeuchtigkeit kalt ein bisschen höher ist, also der Wasser kalt, also mehr Wasser drin ist. Dann bei den trockenen Käse muss man schauen, dass man ein bisschen trockene Räume hat. Dann kommt es darauf an, wie man die Käse wäscht. Ob man jetzt mit Salzwasser wäscht oder ob man nur mit Wasser wäscht. Ich wäsche zum Beispiel nur am Anfang mit Salzwasser. Nachher wollte ich eigentlich wissen, was die Kuh gefressen hat. Das heisst, ich wäsche nur mit Wasser, damit man den Käse nicht austrocknen. Und darum haben manchmal die Käse, die aus dem Regal kommen, gut verpackt, luftig, dicht, schmecken auch primär nach Salz und nach nichts anderes. Ja, das, also eben die, also vielfach, ja, das sind die, eben die sogenannten Salé-Käse. Also es ist wirklich fast schade, dass man so viel Salz braucht. Aber man kann natürlich mit dem Salzwasser auch ein bisschen etwas verdecken. Im Fall, wenn zum Beispiel einer schlecht Käse hat, zum Beispiel, oder vielleicht ein bisschen Bittertöne drin hat, dann kann man natürlich, irgendwie, jetzt, wenn man eine Sulze nimmt oder ein Salzwasser nimmt, kann man natürlich dann den eigenen Geschmack ein bisschen verbessern, indem man dann ein bisschen einen Nachgeschmack hineingeben. Ähnlich wie bei den Winzer, wenn sie noch ein bisschen Zucker zugeben. Oder wenn sie Barrigine nachher dabei auslagern lassen, und dann hat er fast nur noch Vanillenoten. Oder? Das ist eben, das finde ich genau das Gleiche beim Wein auch. Ein guter Wein muss filigran sein. Und so ein Barrig-Ausbau muss nur beifügen sein, einfach als Ergänzung, dass das Ganze noch ein bisschen interessanter wird. Und beim Käse läuft es genau gleich. Kann man denn sagen, es gibt Angaben, wie lange ein Käse muss gelagert werden muss? Man kann eigentlich von der Größe ausgehen. Oder wenn man jetzt einen Emmentaler hat, der 100 Kilo schwer ist, und der wird mit 7 Monaten verkauft in den Grossverteiler, und dann hat man gleichzeitig einen Alpenkäse, wo man weiß, dass man normalerweise ein Jahr lang warten sollte, dass er optimal reif ist, dann kann man sich eigentlich automatisch vorstellen, dass ein Emmentaler länger gelagert werden muss, weil er viel grösser ist. Und doch wird da eben einiges schlecht gemacht. Und darum haben sie eben auch ein Problem, die Emmentaler, mit dem Export, weil einfach die Käse eigentlich hauptsächlich zu jung sind. Er hat gesagt, er schmeckt gerne, was die Kuh gefressen hat. Ja. Ist das eine Illusion oder merkt man das? Ja, wenn das ich ist keine Illusion. Wenn ich Käse anschaue, genau. Sieht man genau. So am Käse an. Ich kann, wenn wir jetzt zum Beispiel hier anschauen, dann haben wir den Sprinz. Das ist ein 4-jähriger Alpensprinz, also sehr konzentriert. Das ist eigentlich der harte Käse. Der härteste Käse, den wir haben, nebst den Berner Oberländer natürlich, die auch sehr hart sind. Der ist extrem gelb. Genau. Und das sind eben Kühe auf der Alp oben gsi, der Sommerdor, und die haben die besten Kräutli gehabt. Also, wenn man auf der Alpenwiese nachher umläuft, dann weiß man, haben wir sicher schon gesehen, wilde Thymian, wilde Fenchel, je nach Jahreszeit einfach die schönste Blumenvielfalt, die wir natürlich im Unterland nicht mehr haben. Das sind die sogenannten Trockenwiesen, im Gegensatz zu unseren Fettwiesen, die wir hier unten haben. Und wenn das eine Kuh frisst, dann isst sie natürlich zum Beispiel sehr viel Carotin, weil in diesen grünen Pflanzen hat sehr viel Carotin, also Vitamin A, schon mal sehr gesund. Und das wirkt sich nachher automatisch. Vitamin A, Carotin, kennt man vom Rüebli her, ist gelb. Und darum, ein Käse, der ein intensives Gel hat, weiss man, dass die Käse, dass die Kuh das Gesündeste bekommen hat in Sachen Fressen. Der Sprinz ist die grosse Konkurrenz zum Parmesan. Der ist bleich und weiss. Genau. Das heisst, weil die Kühe in der Region von Parma sind im Stall drin, kommen 80% Mais zum Futter rüber. Und darum ist der Käse so weiss. Also jetzt könnt ihr euch fragen, was ist interessanter? Ein Sprinz, wo die besten Kräutchen gefressen worden sind, oder ein Parmesan, wo man einfach ein bisschen Mais gefressen hat. Also, ehret einheimisches Schaffen. Genau. Und das Tragische ist, das muss ich einfach sagen, also das Tragische ist, und das liegt an euch Konsumenten, 5-mal mehr Parmesan wird in der Schweiz gegessen wie Sprinz, und ich finde das eine Schande. Richtig, eine Schande. Gut gesagt, bravo. Herr Behler, was haben wir da? Bei dem Käse. Bei dem Käse habe ich es auf die Spitze getrieben. Und zwar ist das, ich habe einen Film gesehen, im Fernsehen, über Wildheuer. Wildheuer, das ist eine Gruppe von Idealisten, die gehen da ganz entlegene Hanglagen, wo Tiere nicht mehr fressen können, die würden abstürzen. Zeilen die sich an und haben so Schuhe mit Nägeln drin und so. Und dann gehen die das Heu heuen, damit eben die ganze Gegend urban bleibt, dass sie nicht kaputt geht. Oder? Und
Das war meine Idee, einfach um diesen Wildheuern zu helfen, weil die haben das Heu, das sie da bringen sie nicht ab, und die haben es verschenkt. Oder? Und dann haben wir angefangen, denen das Heu abzukaufen. Und haben, wenn die Kühe von der Alp oben runterkommen, bei dieser Alp sind die Kühe von der Alp Dreckloch im Muttertal. Das Dreckloch? Ist ein mystischer Ort. Das ist also ein Dreckloch-Käse. Ja, genau. Aber ein wunderschöner Platz. Also für die Leute, die schon im Muttertal, im Glanerland sind, wandern, wunderschön, dass die Alp Dreckloch. Und die Kühe, wenn sie von der Alp oben runterkommen, kommen zuerst nur das Wildheu zum Fressen über. Das sind natürlich ganz kleine Mengen. Das geht nachher mit dieser Milch etwa 50 Leib Käse an etwa 10 Kilo, also das sind etwa 500 Kilo, und dann ist das Wildheu gefressen. Soll ich etwas gestehen? Ich habe in New York in einem Laden Käse gesehen, der heisst Dirty Hole. Das sind die Kühe von der Alp Dreckloch, genau. Der kommt bis auf New York. Aber der ist eben einfach noch ein bisschen besser. Das ist eigentlich einfach wirklich die Spezialanfertigung. Und der hat jetzt natürlich so filigrane Noten, also wo man wirklich bekommt Alpenkäse findet. Nur ganz kurz, Greyetzer, glaube ich, das ist auch Ihr Lieblingskäse. Wahrscheinlich der beste Käse, den wir in der Schweiz produzieren. Es ist auch die beste Organisation, die ich kenne, die im grossen Käse vermarkten. Die machen das sehr gut. Und die haben zugelegt in den letzten Jahren. Schön. Also die haben Emmentaler überholt und haben riesen Erfolg. Wie alt ist der? Der ist jetzt 18 Monate gelagert. Ja. Und hat eben wirklich die letzten Monate nur mit Wasser gewaschen. Ist also nicht salzig, sondern ist elegant. Jetzt habe ich gemeint, ihr seid ein Käser. Jetzt seid ihr auch noch Schokolatier. Schokolatier, das war einfach die Idee von mir, dass man Schoki ist ein Schweiz, Käse ist eine Schweiz. Milchschoki kennen wir alles zusammen. Jetzt wollte ich mal einen Milchschoki, aber im konzentrierten Zustand machen. Das heisst, ein schwarzer, konzentrierter Schoki und ein Milchprodukt im konservierten Zustand, im härtesten Zustand, den man haben kann, im Sprint. Da habe ich kleine Bröckchen gemacht, mit schwarzem Schoki zusammen gemischt. Es gibt ganz ein interessantes Aroma. Wir sind aber noch ein bisschen am Tüfteln. Also es ist nicht mehr nur Rohphase. Es ist noch nicht fertig. Ihr seid ja ursprünglich Lehrer gewesen. Ja. Also die Ausbildung habe ich gemacht. Ja. Genau. Die Schule habe ich nie gegeben. Und das Käse hat euch immer fasziniert? Ja, einfach die Lebensmittel hat mich fasziniert. Ich esse gerne gut. Und wir haben in der Schweiz so grossartige Produkte. Aber ich habe so gehört, ihr seid auch noch DJ gewesen. Das heisst, ihr habt aufgelegt. Das habe ich nebenan, als ich angefangen habe mit dem Käse, damit ich einfach nur Geld verdient. Am Anfang war es eigentlich schwierig, oder? Bis man mich auch ein bisschen kennt hat. Da habe ich am Abend noch ein bisschen Platten aufgelegt als DJ. Aha. Und das immer noch, ihr heißen ja, jetzt, einfach, jetzt bin ich langsam ein alt geworden. Jetzt kommen so die Leute, die 50 werden, die Leute mir an und sagen, du könntest mir an meinem 50. Geburtstag ein bisschen DJ machen. So mit kennt ihr noch Platte aus? Ja, die alten Sachen kenne ich schon noch. Ehrlich? Ja, die alten Sachen. Sofort? Ja. Wieso wollen Sie einen Test machen? Ja, ich hoffentlich nicht allzu streng. Gut, bin ich gespannt. Wie viel müsst ihr haben, um zu wissen, was es ist? Etwa 3 Sekunden. 3 Sekunden. Also, 3 Sekunden gehört ihr jetzt. Das ist aber schon in den 80er Jahren. Das ich bin so 70er Jahre spezialisiert. Ja. Beatles, Rolling Stones. Aha. Ja, jetzt nicht ablenken. Was ich weiß, ich kann den Namen nicht sagen. Alphaville. Ja, Alphaville, genau. Mhm. Ja. Made in Japan, genau. Ja, ist made klar. In Japan. Ja, genau. Wollen wir noch einen machen? Ja, aber hoffentlich einen älteren. Der ist eben auch ein bisschen jünger. Das ist mir nicht. Das heißt ja, das ist der Michael Jackson. Ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht mehr sagen, wer ist der Thriller Michael Jackson dort? Ja. Aha. Lady Diana. Ja, Lady Diana, ja. Genau. Ein Versuch machen wir noch. Hier haben wir sehr schwierige Sachen gelernt. Ich muss mir also überlegen, ob ich als DJ will. Ich lieber als Käse. Was ist das? Das war Yellow, Postage. Ja gut, eben. Das ist alles 80er. Alles 80er. Ich habe gesehen, dass im Publikum der Speufer runterläuft. Ja, wir gehen rum. Ja, ist klar. Ich gehe mal servieren. Einstweilen ja, sage ich merci. Ihr dürft den Käse ruhig da lassen. Alles klar. Ja. Gut, also, darf ich euch etwas geben? Einfach weitergeben. Schoki für die Damen mit Sprints. Und jetzt gehen wir noch auf diese Seite zum Probe. Einfach weitergeben. Einen guten. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es schmeckt. Wir haben euch daheim noch etwas lustig gemacht. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, der eigentlich
ganz einfach als Polizist in der Innerschweiz angefangen hat. 1948 hat er als Landjäger seinen Dienst angetreten. Aber er hat es immer etwas anders gemacht. Er war nämlich der Erste in der Schweiz, der gefunden hat, wenn es bei einem Verkehrsunfall darum geht, genau die Aufnahme vom Unfallort zu machen, dann ist es nicht interessant, einfach ein Protokoll zu schreiben, sondern viel spannender, ein Foto vom Unfallort zu machen. Die Bilder sind immer wieder belächelt worden von seinen Kolleginnen und Kollegen. Man hat gefunden, ja, was soll denn das? Aber in der Zwischenzeit hat man gemerkt, was die Bilder alles zu erzählen haben. Sie sind begehrte Kunstobjekte geworden. In der ganzen Welt werden sie ausgestellt. Sie haben es sogar bis an die Biennale von Venedig geschafft. Also kann man eigentlich sagen, vom Landjäger zum Kunststar. Ganz herzlich willkommen, Arnold Odermatt. Herr Odermatt, herzlich willkommen. Da geht es ein bisschen die Stege ab. Haben zurück. Und da gibt es noch einen Schritt. Ja, und hier geht es noch der Letzte. Willkommen. Nehmen Platz. Ich hoffe, ihr habt gerne Käse. Ja. Also, ihr könnt ruhig zugreifen. Ich habe vorher schon ein bisschen bekommen. Habt ihr auch schon ein bisschen bekommen? Ja. Hinter den Kulissen. Also, da wäre ein Stückchen Spritz. Herr Odermatt. Ja. Es ist über 60 Jahre her, als ihr 1948 als Landjäger angefangen habt. Wie hat man da den Dienst angetreten zu selber Zeit? Ja, auf jeden Fall mussten wir Material bringen. Wir hatten damals noch keine Autos, aber wir mussten ein Velo privat bringen. Ach, dass man angestellt wird, man musste das Velo mitbringen? Ja, das Dienstvelo bringen, jawohl. Aha. Und dann noch die Schreibmaschine, grosse, schwere. Und dann habe ich noch ein Fotoapparat mitgenommen, weil ich gehofft habe, das kann man vielleicht brauchen bei der Polizei. Du hast die Polizei, soviel ich weiß, überhaupt nie mehr fotografiert. Und ich komme mit dem Apparat. Und dann habe ich noch Handschellen, moderne Handschellen gekauft. Die hat er auch selber mitgebracht? Nein, die habe ich gekauft, weil sie meine Kollegen nur eine Art Kalberketten hatten. Mit denen habe ich mich geschämt. Also, man hat Verbrecher sozusagen an Kalberstrick genommen. Das hat mir gar nicht passen. Ja, ja. Aber ich habe sie eigentlich wenig gebraucht, die Handschellen. Wie ist denn das eigentlich 1948 mit dem Verkehr gewesen? Ist das da gemütlich zu und her gegangen auf der Straße, dass die Polizei mit dem Velo hinterher nachfahren konnte, wenn jemand etwas falsch gemacht hat? Ja, da haben wir keine Chance gehabt mit dem Velo. Aber es hat wenig Auto früher. Sehr wenig. Aber gefahren sind sie weiter rüber? Ja, tempofrei. Alkohol haben wir nicht trinken, so wie wir keine Blutprobe kennt. Ja, kann man sich die Gefahren nicht mehr vorstellen. Das waren noch Zeiten. Ihr habt gesagt, ihr habt eine Fotokamera auch mitgenommen als Ausrüstung. Woher habt ihr denn die gehabt? Die habe ich von Steinfels Seifenfabrik. Die ist ja in der Nähe gewesen, da schon. Habe ich die in einem Wettbewerb gewonnen. Wenn man Seifenmaterial gekauft hat, meine Mutter und andere Leute, haben wir ein Indianerbild bekommen. Wirklich geklebt, sozusagen? Geklebt. Und wenn das Album voll war, haben wir es einschicken und haben ein Fotoapparat bekommen. Und mit diesem Fotoapparat seid ihr in dem Sinne auch als junger Landjäger arbeiten. Wie haben die Kollegen reagiert, als da plötzlich einer hat angefangen hat, Fotos zu machen? Am Tatort oder am Unfallort? Ja, die waren kritisch und komisch. Das hat man gar nicht kennt. Und ich konnte sie da überzeugen und konnte sagen, wenn ich allenfalls ein Foto mache, musst du vielleicht weniger zeichnen oder weniger schreiben. Und dann haben sie langsam gesehen, dass das wirklich so ist. Es ist ringer. Eure Fotos waren immer sehr speziell. Und zwar hat man immer den Tatort oder den Unfallort von oben gesehen. Wie hat er das gemacht? Ja, ich habe gleich gemerkt, dass der Richter muss also möglichst viel sehen. Und wenn man am VW-Bus, den wir dann später hatten, das ist ja nachher weiter gegangen, plötzlich haben wir auch Auto gehabt. Und dann immerhin auch Polizeiauto gehabt. Ja. Und dann eine Leiter aufsteigen und oben aber fotografiert werden, halbe Luftaufnahmen. Und das war für Richter natürlich viel besser zum Beurteilen gewesen. Nicht vor dem Auto alles verdeckt und nicht sehen, was hinten ist. Haben euch die Leute, die so umherangestanden sind, nicht schräg angeschaut, wenn da der Polizist Odermatt auf dem Dach des VW-Busses umherangeturnet? Nein, die haben das kurzweilig gefunden. Und übrigens, Nacht haben wir mit einem Flambo die ganze Gegend aufleuchten. Tageshell auf 150 Meter mit so Patronen, die Licht haben. Und dann sind sogar in den Dörfern
ganze Familien schauen für das Feuerwerk, das sie da sehen. Das ist immer sehr reines. Für einen Blitz zu machen, ja. Für die einzelnen Fotos aufzunehmen. Ja. Das war nicht ein Blitz, das hat 13 Sekunden lang gebrannt. Mhm. Eine Langzeitaufnahme, bis alles funktioniert hat. Was war denn für euch aber ein gutes Foto? Also scharf müssen sie sein. He? Logisch. Wenigstens. Ja. Und nicht unnötig drauf und das Wesentliche. Und der Standort ist wichtig. Dort macht man die guten Fotos, wo man steht. Für einen Richter. Aber ich habe noch einen Hintergedanken. Gleich einmal denke ich, ich mache noch ein Foto für mich, quasi ein Fototagebuch machen. Ein Foto, das der Richter nicht brauchen kann. Der Richter wollte alles drauf haben. Und das Auto, das manchmal schön war zum Anschauen, schöne Ruine, war es weit weg. Aber dann, nachher, am Schluss, wo alles fertig war, und wir mussten noch einen Abschleppdienst warten, habe ich dann meine Gestaltung erfüllen und geschaut, ein schönes Foto zu machen. Oben, runter, unten, auf und weiss was alles. Im richtigen Ort, im richtigen Ort. Bei einem Foto hat man manchmal das Gefühl, wenn so zwei VW-Käfer ineinander reingetutscht sind, die geben sich wie gegenseitig ein Mündchen. Hat es auch ein bisschen Ironie gebraucht für eure Fotos? Ja, noch gleich. Man hat es gerne Positives angeschaut, nachdem man schlimme Sachen erlebt hat. Hat dann das auch mal gut getan. Überhaupt Fotografie, wo ich gewusst habe, am Schluss kommt die Fotografie dran. Und dann habe ich vielleicht alles Schlimme vergessen. Und das ist wie eine Art, also eine Art, irgendeine etwas, was man vergessen kann mit der Fototherapie. Mhm. So. Und das haben wir gut getan. Der hat auch privat viel fotografiert. Also eure Familie ist eigentlich dauernd vor der Linse gestanden. Ja, ich kann schon andenken haben, wenn einmal meine Kinder gross sind oder Grosskind haben, dass sie vielleicht Fotos haben von früher. Das habe ich mich schon gefühlt. Da muss ich auch noch für mich Fotos machen. Privat habe ich natürlich viel fotografiert. Und bin ein bisschen langsamer gewesen. Manchmal sind die Leute ein bisschen ungeduldig geworden, bis ich nicht zufrieden war. Ich musste jedes Foto gut sein, weil das mein finanzielles Problem war am Anfang. Das ist nicht wie jetzt bei der digitalen Fotografie, nein, nein, wo man 100 Mal abdrückt und es keine Rolle spielt. Ihr müsst den Film zum Entwickeln geben. Jawohl. Irgendwann mal sind die Negativen so ein bisschen in Vergessenheit geraten, hat man das Gefühl, oder? Ja. Ja, mehr oder weniger schon. Wir haben ja bei unserem Polizeiposten in Stanz haben wir noch die Autokontrolle drin, ein Verkehrsbüro und Ausländerpolizei. Mhm. Und alle möglichen Aktionen, die man gebraucht hat, ausweisen und einfach alles Mögliche für Jagdpatente und alles erdenkliche Velonummern. Und dann war unser Posten voll Autonummern und überall und wir hatten keinen Platz gehabt. Und hat die negativ irgendwo angelehnt, an einem anderen Ort. Dann sind die plötzlich verschwunden. Man hat sie nicht mehr gefunden am Anfang. Das tue ich heute noch schwer bedauern. Und eure Fotos, dank eurem Sohn, der den Rest der Negativ in irgendeiner Schachtel im Kleiderschaft daheim gefunden hat, sind publiziert worden und plötzlich zum Kunstobjekt. Wie habt ihr reagiert? Nachdem die ersten Museen und sogar die Biennale von Venedig eure Fotos ausgestellt hat. Also ich hatte ja 30 Jahre lang das Gefühl, meine Fotos würden niemanden interessieren. Wenn sie grosse Fotos noch gemacht, separat und alles. Und noch erzählen wollen, was ein also goldiger Schnitt und so weiter. Habe ich gemerkt, das interessiert doch niemanden. Auch wenn ich in Freunden oder in Familie einen Hund von ihnen oder eine Katze oder ein Kind fotografiert habe, so kleine Bütterrandfotos, so kleine. Da war ich ein Star. Aber wenn ich für meine Fotos, wo ich da lange mehr Fleiss hatte, also ich wollte ein bisschen Kunst machen, also nicht Kunst, gute Fotos, Kunst habe ich mich nie gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, ich will sie gar nicht sehen. Dann bin ich da langsam, habe ich da gemerkt, dass andere Leute, gewisse Leute, ganz schwer mit von diesen Fotos. Wie war das, als ihr an der Biennale der Eröffnung war und plötzlich die Leute auf euch zugekommen sind und euch auf die Schulter geklopft haben? Ja, das kann man, das war für mich ein tolles Erlebnis. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Die Leute, die geschwärmt haben und die Fotos bewundert. Und einmal bin ich sogar schauen, wie die Leute so reagieren, was sie sagen. So, in verschiedenen Sprachen. Zuhören. Und da hat einer plötzlich laut gelärmt. Das sind die verschiedenen Abteil gsi, wo Material ausgestellt worden ist, von richtigen Künstlern, beispielsweise ja, die berühmten Künstler, die ich jetzt im Moment gar nicht sehen kann, wo weltberühmte sind, bin ich mit drinnen gsi. Und meine Fotos sind auch so im Raum drin gsi und hat plötzlich einen laut gelärmt neben mir, den habe ich auch nicht kennt, ich
war einfach zufällig dort. Hier ist Odermatt, come on, hier! Also Englisch irgendwie gerufen. Und da hat nicht wollen die anderen anschauen, die wunderbar sind und berühmt sind, sondern der Odermatt, Odermatt-Fotosini, hat er hergelockt. Dann habe ich erst mal gemerkt, ich bin ja jemand. Ja, ich bin ja jemand. Und ich hatte einfach Freude, dass sie Freude haben. Fotografiert ihr immer noch, Herr Odermatt? Weniger. Ich bin sicher alle Wochen noch immer in der Dunkelkammer und tue so grosse Vergrößerungen machen. Analog, von Hand, alles Handarbeit. Nicht künstlich da etwas hinsetzen, weil digital kann man ja alles fälschen. Und manipulieren und Freude haben. Das ist auch gut. Digital ist eine wunderbare Erfindung, aber ich. Ich halt analog nach alter Schule, wo mir echt Spass macht. Das ist viel schwieriger, als das andere ist viel zu einfach an sich. Wir sind stolz drauf, Herr Odermatt, gratulieren. 88 und immer noch so voll Tatendrang. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Es geht dann gegeneinander. Merci. Danke. So. Merci. Meine Damen und Herren, unser nächster Gast ist jemand, der wahrscheinlich Entschuldigung, einiges zu reden wird geben. Er ist als junger Lehrer und in dem Sinne auch erfolgreicher Autor aufgewachsen als Sohn von einem Kirchenmusiker. Hat aber schon gleich eigentlich einfach kritisch darüber nachdenken, was es denn eigentlich so bedeutet rund um die Religion und um den Glauben. Oder mit anderen Worten ausdrückt, er hat die Meinung, er findet es absurd, dass man überhaupt an einen Gott glaube. Ja, also, wie er das genau meint, das möchten wir natürlich jetzt im Detail noch herausfinden. Herzlich willkommen, Philipp Möhler. Hallo, guten Abend. Hallo. Herr Möhler. Ja. Ich habe es gesagt, Sie sind Sohn eines Kirchenmusikers, Autor, Lehrer. Aber richtig bekannt worden sind Sie durch eine Aktion, die Sie gemacht haben in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder machen wollten, Plakate aufhängen, richtig, mit dem Text, es gibt, dann gibt es eine Klammer, ja, keinen Gott. Ja. Waren Sie erstaunt, dass diese Aktion verboten wurde? Ja, weil sie in Ländern, die als noch konservativer gelten als Deutschland, erlaubt wurde. Und wir eigentlich gedacht haben, es sollte kein Problem sein. Es gibt ja eine Meinungsfreiheit, es gibt möglichst weltanschauliche Neutralität auf dem Gebiet. Außerdem kann man in Deutschland ohne Probleme für Jesus Christus werben, auch für andere Sekten, man kann für Bordelle werben. Und da haben wir gedacht, es wird eigentlich kein Problem sein, ein religionsfreies Leben zu bewerben. Aber es war ein Problem. Wann sind Sie in einer katholischen Kirche aufgewachsen? Nein, ich bin zu Hause aufgewachsen. Ja, also gut. Also in einer katholischen Familie aufgewachsen, ja, richtig. Man kann das so auch nicht sagen. Nein, mein Vater ist Kirchenmusiker in einer katholischen Gemeinde. Wie es genau um seine Religion bestellt ist, müssten Sie mit ihm besprechen. Aber ich sage immer, dass er in erster Linie Musiker ist. Und meine Mutter ist... Also fällt er in Tiefschlaf, wenn der Pfarrer predigt? Oder? Nicht in den Tiefschlaf, sondern es gibt so eine Art Kutschersitz, das er im autogenen Training gelernt hat. Okay. Und er sagt tatsächlich, wenn die Stimme aufhört, dann wird er wach und spielt weiter. Nicht immer. und meine Mutter ist restreligiös protestantisch, wenn man das so sagt. Und wir haben keine religiöse Erziehung genossen, nein. Mhm. Also die religiöseste Handlung hat bei meinen Großeltern stattgefunden, im katholischen Fulda. Heimatort meines Vaters. Dort gibt es also einen Gebetswürfel, der wird gewürfelt und dann habe ich, der kleine Philipp hat dann das Gedicht vorgelesen. Ich bin evangelisch getauft, habe die katholische Kommunion empfangen und relativ schnell dann bin ich zur Religionslehrerin gegangen und habe gesagt, ich trete aus, ich brauche keine Märchen mehr, ich bin cool, ich bin groß, ich bin erwachsen. Wie alt waren Sie da? Ja, 10 ungefähr. Wie hat die Religionslehrerin und die Familie reagiert? Ja, meine Familie
vollkommen unproblematisch. Wie gesagt, also Kirche war für mich eigentlich immer nur der Ort, an dem mein Vater arbeitet, in dem er wunderschöne Musik spielt, während ein Mann in lustigen Kleidern, der keinen Sex haben darf, komische Dinge redet. Mhm. Und das war für meine Familie überhaupt kein Problem. Unsere Religionslehrerin war etwas dröge. Ich weiß gar nicht mehr, wie die reagiert hat. Mhm. Aber das war eigentlich überhaupt kein Problem. Ich habe dann in der Nachbarklasse Mathematik mitmachen müssen, weil es keine Randstunde war. Und das war irgendwo auch sinnvoller. Für den Rest des Lebens. Weshalb braucht es Religionskritiker, wie Sie einen sind? Nun, möchten Sie uns zum Atheismus bekehren? Nein, nein. Also von bekehren kann keine Rede sein. Das ist ein sehr religiös aufgeladener Begriff. Ich mache Aufklärungsarbeit. Ich informiere in erster Linie über die tatsächlichen Zustände, die institutionalisierte Religion eben vor allen Dingen in Deutschland hat. Und da geht es weniger um den persönlichen Glauben. Ich finde, jeder Mensch sollte daran glauben, woran er möchte. Die Gedanken sind frei, sie sind auch frei zur Unvernunft. Und das ist eine riesige Errungenschaft der Menschheit, dass Menschen glauben dürfen, was sie wollen. Mhm. Ob an dreiarmige oder achtarmige Götter oder vielleicht an den Fußball oder an Apple. Mhm. Das ist jedem selbst überlassen, woran er glaubt. Sondern wir mit der Giordano-Bruno-Stiftung widmen uns vor allen Dingen dem Thema der institutionalisierten Religion. Wie viel Gelder fließen in die Kirchen? Welche Privilegien genießen sie? Inwiefern ist Kirche teilweise eben auch ein Staat im Staat, stellenweise ein rechtsfreier Raum? Das sind eher die Themen. Und deswegen ist Religionskritik an der Stelle eher institutionell gedacht und nicht dem persönlichen Glauben. Aber jetzt muss ich doch zum Persönlichen kommen. Wieso sind Sie der Auffassung, dass es keinen Gott gibt? Nun, ich bin genauso Atheist, um es mit den Worten von Richard Dawkins zu sagen, wie ich Atheist bin. Ich glaube genauso wenig an Gott, wie ich an Feen glaube oder eben an andere Gestalten. Und es gilt der sehr, sehr einfache Grundsatz, wer eine Behauptung aufstellt, der muss sie auch belegen. Und wenn er sie nicht belegen kann, gehe ich erst mal davon aus, dass es nicht so ist. Mhm. Also die Religion stellt eine Behauptung auf, es gibt Gott und Sie verlangen von der Religion, dass sie das belegen muss, dass es Gott gibt. Ja, sofern sie aus dieser Erkenntnis Regeln ableiten möchte, die dann eben auch für nicht-religiöse Menschen gelten. Ansonsten ist es ja deren Sache, was sie glauben. Mhm. Aber in Deutschland zumindest ist es eben so, dass es Gesetze gibt, die darauf basieren, dass es eben Dinge gibt, an die wir uns alle halten müssen. Wir alle müssen morgens um 9 die Kirchenglocken hören, obwohl wir ausschlafen wollen. Ja? Mhm. Und ich finde, dann sind sie in der Beweispflicht, wenn sie anfangen, das zu institutionalisieren. Genau. Mhm. Jetzt kann man sagen, für viele Menschen ist der Glaube ein Halt und auch eine Möglichkeit, ein moralisches Leben zu führen. Er gibt ihnen die Leitlinien. Sind ja. Sie des Teufels, die nicht glauben? Das kann ich nicht sein, weil so etwas wie ein Teufel in meinem Weltbild nicht existiert. Das ist eine billige Drohgebärde. Und natürlich ist der Teufel nötig, denn ansonsten wäre Religion einfach stinklangweilig, wenn es keinen Gegenspieler gäbe und alles immer nur heiti-teiti wäre. Mhm. Nein, wir sind nicht des Teufels, aber dennoch würde ich sagen, ich bin ein extrem unmoralischer Mensch. Ich halte nicht viel von Moral, wenn man nach der Definition meines Kollegen Michael Schmidt-Salomon geht, wohingegen Moral sagt, Dinge nach gut und böse ordnet, daran finde ich gar nichts, sondern ich bin ein Befürworter der Ethik, der fragt, was ist fair und was ist unfair. Und dann sind Dinge wie, was weiß ich, Homosexualität oder Masturbation, das ist vollkommen egal. Ja, man schadet damit niemandem und deswegen darf es damit kein Problem geben. Und das sind ja genau zwei Bereiche, mit denen religiöse Menschen immer noch ein Problem haben. Deswegen sagt Michael Schmidt-Salomon auch, warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind. Ich halte es also für sinnvoller zu fragen, ob etwas fair oder unfair ist. Und nicht, ob es gut oder böse ist, da kommen wir in Filmen vielleicht mit weiter. Bei Star Wars und Harry Potter funktioniert das wunderbar, mhm. aber in der Realität eben nicht. Jetzt kann man auch sagen, Religionen helfen, die Welt zusammenzuhalten. Nun ja, das kann man sagen, wenn man keine Nachrichten sieht. Also, mhm. Religionen
sorgen eher dafür, dass die Welt sich bekriegt, dass die Menschen auf der Welt sich stark bekriegen. Wir müssen nur den Nahostkonflikt angucken. Wir brauchen noch nicht mal allzu lange in die Vergangenheit zu schauen, um zu sehen, dass man immer Menschen, deswegen bin ich natürlich nicht nur Religionskritiker, sondern Ideologiekritiker im Allgemeinen, man immer Menschen anfangen, Dinge nicht mehr zu hinterfragen, sondern blind Leitlinien zu folgen und offensichtlich auch über Leichen dafür gehen, dann haben wir ein Problem. Das ist mit der Religion der Fall, das war auch mit verschiedenen anderen Politreligionen der Fall. Und an der Stelle hält die Religion sicherlich früher irgendwo mal bestimmte Teile der Gesellschaft zusammen. Aber es ist eben ein Anachronismus, der offenbar politisch nicht mehr funktioniert. Kann man sagen, Religion ist schädlich? Religiosität muss nicht unbedingt schädlich sein. Es gibt natürlich Menschen, die beispielsweise furchtbar religiös erzogen wurden und mit dem Eintritt ihrer in die Pubertät vielleicht eine Homosexualität feststellen. Und dann ist es natürlich schädlich, weil sie massiv darunter leiden. Und Religion, sofern sie institutionalisiert ist, kann sehr schädlich sein. Ja, das würde ich schon sagen. Wenn Sie jetzt in der Nacht nicht einschlafen können, mit wem reden Sie? Also ich habe ein Organ in meinem Kopf, was mich unentwegt vollquatscht. Dieses Gehirn hält eigentlich nur dann den Mund, wenn mein Mund redet. Und ich bin ein unfreiwilliger Nachtgrübler. Und wenn ich nicht schlafen kann, dann lese ich normalerweise. Wenn ich gerade nichts Gutes zu lesen habe oder mein Gehirn wieder viel am Quatschen ist, dann führe ich Selbstgespräche. Das könnte man auch Beten nennen vielleicht, ja. Aber ich rede mit niemandem. Meine Frau schläft auch gerne nachts und deswegen rede ich auch mit der nicht. Ja. Nein, ich spreche mit mir. Ja, ich reflektiere sehr viel, aber nein, ich führe keine Dialoge mit irgendwie. Sie sind vor ein paar Tagen Vater geworden, zum zweiten Mal. Ja. Wie werden Ihre Kinder erzogen, was Glaube und ethische Grundsätze anbelangt? Ja, dazu kommt, dass meine Frau Lehramt studiert, und zwar mit dem Hauptfach Ethik. Und wir legen großen Wert darauf, unseren Kindern die Vielfalt dieser Welt zu zeigen. Wir sehen aber auch eine erzieherische Pflicht bei uns, unseren Kindern alle Informationen über diese Welt zur Verfügung zu stellen, damit sie selbst entscheiden können. Und wenn meine Tochter am Ende christlich heiraten will, dann muss sie das tun. Da bin ich nicht ihr Chef. Und wenn ihr Sohn Priester werden will? Dann muss er das tun. Ich bin so lange glücklich, wie meine Kinder glücklich sind. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass sie ohne eine religiöse Erziehung religiös werden. Um das mal so zu sagen, denn in der Regel kommt das ja aus dem Elternhaus. Aber also nein, sie werden nicht religiös erzogen, aber sie werden auch von keinem Religionshasser erzogen, sondern ich betrachte Religion eben als ein Problem unter vielen, aber manchen tut es ja auch gut und so wird das den Kindern auch vermittelt. Was werfen Sie der Kirche am meisten vor? Wo wollen wir anfangen? Also wollen wir chronologisch vorgehen? Es gibt vieles. Also ich meine, wir haben im letzten Jahr diesen wunderbaren Fall um Thebats van Elst gehabt, Bischof Thebats van Elst aus Limburg. Der sich einen Palast bauen genau, ließ. Genau, an dem klar geworden ist, dass Thebats van Elst kein personelles, sondern ein strukturelles Problem ist. Also das eine ist das Finanzielle, was wir, nicht nur ich, sondern in der Giordano-Bruno-Stiftung, viele andere Organisationen den Kirchen vorwerfen. Aber vor allen Dingen ist es eben ein, ja, meines Erachtens ein psychologisches Verbrechen, noch heute von der Hölle und von Höllenqualen zu reden. Ich habe als Lehrer gearbeitet. Ich habe darüber ein Buch geschrieben. In dem Buch kann man sehr genau nachlesen, was mir auch an Kindern begegnet. Zweitklässlerinnen, die mich fragen, ob ich keine Angst vor der Hölle hätte, weil der Teufel auf mich wartet, wenn ich nicht an Gott glaube. Sechstklässlerinnen, die sagen, Züch, Herr Müller, du bist überverrückt. Hast du keine Angst vor Teufel? Und was war vor den Menschen? Was war vor die Affen? Und was war davor? Also das habe ich alles erlebt. Kreationismus, heftigen, ekelhaft giftigen Antisemitismus unter Fünftklässlern, Sechstklässlern und so weiter. Das war alles dabei und all diese Dinge werden heute ja teilweise, natürlich nicht von allen, aber teilweise auch noch von den Religionsgemeinschaften gefördert, gefordert, unterrichtet. Und ich erwarte von diesen Institutionen, dass sie im 21. Jahrhundert ankommen. Das haben sie noch nicht geschafft. Letzte Frage, Sie werden auch älter. Was gibt es bei Ihnen nach dem Tod? Das Gleiche, was vor der Geburt war. Nichts. Ich bin mir
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sicher, dass alles, was ich fühle, erlebe, empfinde, das Produkt von chemischen Hirnprozessen ist. Und wenn die nicht mehr stattfinden, dann gibt es keine Chance darauf, dass Philipp Möller noch in irgendeiner Form weiter existiert. Das ist nicht schlimm. Ich finde das sogar sehr schön, nur ein Leben zu haben. Instant Nirvana. Andere müssen dafür durch 100 Wiedergeburten gehen und 83 Mal den Satz des Pythagoras lernen. Das muss ich nicht. Ich finde mein Leben auch deswegen jede Sekunde, jede Minute so wertvoll und so schön, weil es einmalig ist. Und endlich. Genau. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank, Herr Möller. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Es gibt einiges, meine Damen und Herren, zum Nachdenken, habe ich das Gefühl. Jetzt kommen wir zu einem Gesprächspartner, der wahnsinnig gerne Skifahrt, der sehr gerne wandert, der das Kino liebt zu besuchen, auch gerne Fernsehen schaut, ist daneben nach einer kaufmännischen Ausbildung, Hotelausbildung auch noch absolviert, erfolgreich, und hat jahrelang an der Rezeption vom renommierten Hotel Waldhaus in Sils Maria gearbeitet. Und jetzt werdet ihr euch die Frage stellen, ja, wieso kommt er jetzt zu dem Thema bunt gemischt vorbei? Der Mann ist seit seiner Geburt blind und er hat sich mit diesem Handicap nie behindern lassen, seine Träume zu leben. Und darum schauen wir jetzt in die farbige Welt von Jean Baldo. Jetzt komme ich hier gerade für Abgrüße, Herr Baldo. Jetzt gibt es noch einen Schritt. Und hier haben wir noch mal einen. Und jetzt geht es rechts zum Stuhl. Und da ist gerade der Stuhl. Herzlich willkommen, Herr Baldo, bei uns im Studio. Ihr seid ja diesen Winter schon mal hier bei mir gehockt, aber im Publikum. Mhm. Ich finde das noch eigenartig. Ein Mensch, der blind ist und kommt eine Fernsehsendung anschauen. Wie habt ihr das Studio und alles erlebt? Ja, es ist schon klein. Das haben die meisten heute auch gesehen. Ja, eben, wenn man die Sendung daheim so lässt am Fernsehen, dann meint man, das ist ja relativ gross, man hört das Publikum klatschen und denkt, das hat auch viele Leute. Also ich habe mir jetzt etwa so 250 Leute vorgestellt. Und dann kommt man rein und das fährt schon beim Eingang an, wenn man reinkommt. Das ist relativ eng, es hat schon viele Leute gehabt, die rumgelaufen sind und ja, da bin ich zuerst schon ein bisschen verschrocken, oder? Und wie mitgekriegt, dass das Ganze daherkommt, ja, mit genau. Anderen Worten, oder? Und ich hatte einen Platz in der vordersten Reihe und vor mir sind, ich glaube, eine Kamera gsi. Auf alle Fälle ist da immer so ein Kabel auf und ab gegangen und auf einmal ist jemand von der Crew weggerannt, oder? Weil er vielleicht mit dem Kabel oder mit der Kamera hinten anhalten musste. Da also das Moment... heisst, ihr seid beim Schauen immer gestört worden, mehr oder weniger? Ja, ich habe es noch spannend gefunden, oder? Und, ja. Wie nimmt man als blinder Mensch so eine Umgebung so detailliert, wie dir man sie nicht schildert? Und das ist die Realität, wenn man da ins Publikum schaut. Wie nimmt man das wahr? Also da gibt es ganz unterschiedliche Wahrnehmung, oder? Also das ist zum einen die Leute, also so die Spannung, oder? So, wenn fährt das an und dann macht man sich so ein bisschen Gedanken, oder? Jetzt wenn man die Leute hört reden, sei es im Publikum oder jetzt da über das Mikrofon, man hört die Akustik, da kann man sich etwa ein Bild machen, ja, das muss noch relativ hoch sein, da, der Raum. Das stimmt auch, er ist verdammt hoch. Ja, genau. Und was auffällt, ist, Skiwerfer und alles, es ist, also wie heute, es ist relativ warm hier drin. Ja, gut, also das kann ich so nachvollziehen, dass ihr das mitbekommt. Wie habt ihr gelernt, als Kind, ihr seid seit Geburt blind, eure Umgebung wahrzunehmen? Was hat euch geholfen? Was war wichtig jetzt für eure Art, in dieser Welt zu Rang zu kommen? Also, es
kommt natürlich immer aufs Umfeld drauf an, oder, wo man aufwächst. Und ich habe ein sehr gutes Umfeld, das darf ich sagen. Das ist meine Familie, meine Eltern, auch meine Geschwister, die da wirklich geschaut haben und auch immer noch schauen. Und ich bin als Kind, wenn es irgendwie gegangen ist, überall mitgenommen worden. Und euer Vater war ja Präsident von einem Fußballclub. Mhm. Seid ihr ja mit dem am Matchen? Das sind, genau, da bin ich auch mit am Match gegangen, oder? Und habe das so ein bisschen von der nächsten Nähe erleben, wie das ist, oder? Wenn sie da auf den Ball zujagen und so. Und wenn ein Schiri ineinander tätschelt und so. Das ist schon noch spannend. Oder zum Beispiel bei anderen Sachen. Ich wollte einmal wissen, wie ein Motor von einem Auto aussieht. Und dann hat meine Mutter Motorhuben aufgemacht und gesagt, also, da, das ist, da haben wir Zylinder. Ich weiss nicht, da ist, wo das Kühlwasser reingeht und so weiter. Da durfte ich das anlangen, oder? Und mit meinem Bruder auch. Also, da bin ich mit seinen Kollegen mit, da sind Wald. Und da haben sie Waldhütten gebaut und ich kann auch die Hand anlegen. Also das heisst, es ist ganz wichtig, auch wenn man jetzt ein Handicap hat, wie bei euch die Behinderung mit dem Schauen, möglichst integriert sein in eine ganz normale Umwelt. Ihr habt aber auch immer den Ehrgeiz gehabt, Schritt weiterzukommen. Er hat mich kaufmännisch ausgebildet und seit 16 Jahren lang in Sils Maria im Hotel Waldhaus hat er gearbeitet, an der Rezeption. Mhm. Ist das schwierig gewesen, dort, die Widerstände? Oder hat es überhaupt solche gegeben, zu überwinden, mit Gästen im direkten Kontakt zu sein? Es hat zum Teil schon eine Barriere gegeben, zum Überwinden. Jetzt, nicht nur bei den Gästen, auch zum Teil bei Mitarbeitenden, weil sie vielleicht nicht im Klaren sind oder ein bisschen unschlüssig, ja, was kann der eigentlich, was hat er für Fähigkeiten? Jetzt haben wir einen auf der Seite, den wir alles zeigen müssen und der einem nur die Arbeit schwieriger macht. Genau, und auch die Gäste, weil ich habe vielleicht nicht so den Blickkontakt wie jemand sehens. Und ich stehe zwar wohl vor dem Gast, aber der Gast ist vielleicht irritiert. Mhm. Und dann denkt er, ja, was ist jetzt da? Und dann war immer so ein Blickwechsel gewesen, zwischen dem Kollegen, der vielleicht auch in der Rezeption war, oder respektive meinem Vorgesetzten, am Concierge, der gearbeitet hat. Mhm. Und dann hat sie immer gesagt, ja, sie können schon zum Herrn Baldo. Und immer so das Aber. Mhm. Und da haben wir wirklich müssen ein bisschen daran arbeiten. Und sobald die Hemmnisschwelle überwunden war, dann ist der Gast, denke ich, jetzt gern zu mir gekommen. Ihr müsst im Schlüssel geben, ihr müsst ihm Auskunft geben, Fahrplan und so weiter. Wie habt ihr euch das alles merken? Also Schlüssel und Schlüsselfächer angeschrieben, das habe ich mit einem P-Touch, das, wo man Ordner auch anschreibt. Aber für das gibt es in Blindenschrift. Und Fahrpläne raussuchen oder sonst andere Sachen, da kommt die heutige Technik sehr entgegen. Also das Internet spricht, das ist sehr, sehr wertvoll. Also man kann Sachen anschauen, man kann es mit sogenannten Favorites abspeichern, sodass man das Zeug auch findet. Hat es auch schwierige Situationen gegeben, oder wo vielleicht ein bisschen Verlegenheit ist aufgetaucht zwischen euch und den Gästen? Ja, wenn zum Beispiel es hat gewisse Sachen gegeben, wo man auf der Hand gemacht hat. Zum Beispiel wir haben im Waldhaus Tennisplätze, wo Gäste Tennis spielen können. Oder auch sie fahren mit der Kutsche ins Vextal, das ist das angrenzende Tal dort. Oder sie besuchen das Restaurant. Und das sind Reservationen, die von Hand gemacht worden sind. Und wenn jetzt ein Gast kam, ist, fragen, ob jetzt die und die Reservation gemacht worden ist, in dem und dem Restaurant, dann müssen sie sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Und das war so die Verlegenheit da. Mhm. Und da musste ich immer Weg und Mittel finden, wie ich dem Gast trotzdem entgegenkommen kann. Mhm. Die gehen Skifahren. Mhm. Wie macht ihr das? Tandem? Ja, Tandem. Also das heisst, ich bin vorne, der Skilehrer ist hinten oder respektive auf der Seite, also so, dass ich immer geschützt bin. Und er gibt Kommando durch. Und ich habe auf dem einen Ohr noch so ein Funkgerät, so einen Empfänger. Und er arbeitet mit der Stimme. Also zum Beispiel links, das heisst, ich habe schon schön Zeit für das Böglifahren. Mhm. Die Piste ist flach. Wenn es aber ganz schnell geht, rechts und wieder links und rechts, dann weiss ich, jetzt ist nicht Spass, oder? Jetzt kann ich nicht schnell fahren. Also das heisst, ihr habt blindes Vertrauen, oder? Kann man sagen. Das ist so, ja. Ihr geht wandern
Herr Baldo. Und für uns ist natürlich das Wandern auch immer mit der Aussicht verbunden, oben auf dem Berggipfel zu sein. Was erlebt ihr? Ja, ich erlebe die Aussicht vielleicht ein bisschen anders. Es ist doch wunderschön, wenn man jetzt irgendwo im Engadin zum Beispiel Richtung Quartelei läuft, oder? Das ist hier in der Nähe vom Gabatsch-Gebiet. Und da kommt man irgendwo an und es ist kein Mensch da. Und eben vielleicht sagen die anderen, das ist eine wunderschöne Aussicht und ich erlebe es ganz anders. Man hört vielleicht Geräusche, man hört den Vögel, Murmeli, die pfeifen. Es schmeckt auch anders und ich kann vielleicht in Anführungszeichen die Aussicht so wahrnehmen. Mhm. Ich habe gesagt, ihr habt als junger Mann jetzt vor ein paar Jahren auch einen Kurs gemacht in der Hotelfachschule. Der gehört Servieren dazu. Mhm. Das dünkt mir jetzt eher ein bisschen schwierig. Gut, ich hatte die Theorie natürlich auch gehabt. Also, da hat man mir gezeigt, wie man einen Teller richtig hebt oder so. Auf der einen Hand so der erste Teller drauf und dann Handgelenk der zweite Teller und so weiter. Und später in der Blinden Kuh, das ist ein dunkles Restaurant in Zürich. Ja. Wo wir Sehenden plötzlich zu denen werden, die Hilfe brauchen, genau. Nämlich von den blinden Menschen. Mhm. Und dort habe ich mein Servicepraktikum gemacht während der Hotelfachschule. Mhm. Ja, das ist eigentlich eine super Einrichtung, oder? Ja, ja. Und ich bin dann auch am Schluss von der Abschlussprüfung geprüft worden, also ganz offiziell. Da ist dann der Fachlehrer von der Hotelfachschule vorbeigekommen mit Diktiergerät. Und wenn es irgendwie gegangen ist, Notizen und hat mir vielleicht ein paar Sachen gefragt, dann hat er den Geschäftsführer sprechen, dann hat er vielleicht die anderen Servicekollegen, wenn es irgendwie gegangen ist, ein paar Sachen gefragt. Also das heisst, er hat wirklich wie jeder andere die Prüfung auch gemacht. Genau. Habt ihr je mit eurem Schicksal gehadert und das Gefühl, ihr habt ein Leben, wo ihr auf Sachen müsst verzichten müsst? Es sind vielleicht immer so gewisse Momente, wo man denkt, dass es nicht ganz einfach ist. Also vor allem dann, wenn man rausgeht, wenn man vielleicht an einen Ort hingeht, wo man nicht kennt. Man kommt zwar vielleicht mit dem Tram bis dort und dort her, und dann muss man weiter. Und da kommt vielleicht der Moment, wo man so denkt, oh je, jetzt schon wieder jemand fragt, schon wieder um Hilfe. Bitte, oder? Obwohl ich natürlich das gelernt habe, zu fragen, aber das sind wirklich so die Momente und, und auch eben, ich gehe jetzt jeden Tag arbeiten auf Zürich, die Blindkuh, pendle hin und her. Da gibt es wirklich Leute, die über den Stock stürcheln. Und da denkt man, wenn das ein paar Mal passiert, oh nein, nicht schon wieder. Mhm. Also da würde man das am liebsten gerne anders sein. Aber sonst, grundsätzlich? Nein, grundsätzlich denke ich, ich lebe mit meiner Blindheit. Ich bin mit dem aufgewachsen und ich habe seit Geburt nichts anderes gekannt. Und das muss man auch so respektieren? Das ist so, ja. Herr Baldo, ich danke euch ganz herzlich für diesen farbigen Einblick in euer buntes Leben. Das darf man wirklich so sagen. Und wünsche Menschen, die Rücksicht nehmen, euch nicht über einen Stock stürcheln und dann Auskunft geben, wenn ihr sie auch braucht und euch nicht einfach anstarren. Alles danke Gute. Vielmal. Herr Baldo. Danke schön. Meine Damen und Herren, das war unsere kunterbunte Platte an unterschiedlichen Lebenskonzepten. Ich hoffe, wir haben euch auch ein paar Inspirationen geben können. Nächste Woche haben wir natürlich wieder spannende Geschichten im Köcher. Aber zuerst geht es jetzt noch mal weiter auf diesem Sender mit dem NZZ-Format. Und wir sehen uns hoffentlich wieder am nächsten Donnerstag zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, mit neuen Gästen. Ich zähle auf euch. Bis dann, gute Nacht, Pause gut. Ciao zusammen. Was Herz sagt. Ich beruhige Herzen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte Eschbacher.